Ja, Moinsen, herzlich willkommen bei Whisky Gold, Insel Isla. Und wir haben einen Luffy 1815 hier stehen. Legacy Edition, ursprünglich gedacht für den Travel Retail Markt, ja, mittlerweile auch in jedem Fachhandel angekommen. Nicht kühlgefiltert, aber mit Farbstoff, preislich nicht ganz günstig, 90 Euro. Es ist ein Nass-Whisky, ein No-Age-Statement-Whisky, das heißt, die geben das Alter hier nicht an. Und 2017, glaube ich, kam diese Abfüllung auf den Markt. Ja, von John Campbell, Distillery Manager, kreiert. Eine Hommage an die ganzen früheren Manager der Laphroaig Distillerie. Und reifen durfte dieser Whisky hier in First Fill Bourbon-Fässern und erhielt eine Nachreifung in frischen europäischen Eichenfässern. Ja, da wollen wir mal einschenken. Luffy geht ja eigentlich fast immer, ne? Meine Lieblinge kennt ihr ja. 10er CS, der einmal im Jahr rauskommt. Und ja, der 18er, der leider vom Markt verschwunden ist. 48 Volumenprozente, habe ich glaube ich erzählt, ne? Typisch Laphroaig. Laphroaig gehört Beam Suntory. Und ja, hier steht es nochmal, created to celebrate 2 centuries of our history. Ja. Und ich denke mal, er wird viel Luffys ähnlich sein. Vielen Luffys ähnlich, das heißt auch solide gut oder vielleicht besser. Es gab so eine falsche Abfüllung, so den Four Oak oder sowas, oder Select geht gar nicht, finde ich, ist total mau. Aber hier erwarte ich mir dann noch ein bisschen mehr. Ja, relativ dunkle Farbe, schön. Tiefes Gold geht schon in diese Mahagoni-Richtung, in die Mahagoni-Farbe. Und dann gucken wir, was das nächste zu sagen hat. Ja. Sehr aromatisch. Schön. Ja, dieser typische Holzkohle-Rauch, das mag ich ja. Mit dieser leichten Süße, Vanille. Etwas grasig. Bisschen Lakritz. Ja, und so ein Hauch Zitrone, Limette schwingt da noch ein bisschen mit. Ich liebe Luffy. Und auch diese 48. Ich finde, 48 ist eine wunderbare Trinkstärke. Geil. Also die Nase macht schon mal Hoffnung. Zum Wohl. Ja, schon kräftig. Oh, Rauch. Holz. Holzkohle. Geil. Süß, nussig. Und vielleicht nicht jedermanns Sache, aber eine ganz schöne Kräuternote. So. So ein Kräutertee. So mehr, da gibt es ja so 7, 9 Kräutertees, irgendwie so in diese Richtung. Brennnessel oder so. Alkohol, gut eingebunden. Rauch ist ausgewogen. Sogar eine ganz leichte Bitterkeit hat er zum Schluss. Langer, ja doch, recht langer Abgang. Ja, und diese Lakritze kommt auch daher. Also diese leichte Bitterkeit und diese Lakritznote hält sich im Mund. Mmh.
irgendwie habe ich heute Bock drauf. Der schmeckt richtig lecker gerade. Schön. Schiebt. Vielschichtig. Kräuter, Vanille, Nüsse, Eiche, Holz, Rauch, Holzkohle. Ein bisschen trocken, staubig auch im Mund. Also unter 10 Jahre ist er da definitiv nicht. Ich gebe ihm seine 10, 12 Jahre. So einen Fehlnoten kriegt er nicht daher. Der Alkohol brennt nicht. Er hat viel zu bieten. Richtig breite Palette an Geschmack. Typischer Laffy-Charakter. 90 Euro. Schon ein Batzen Geld, aber irgendwie macht er Spaß. Cask Strength ist besser, der 18er ist besser, aber der ist dicht dran. Also insgesamt eine gelungene Nassabfüllung, muss ich sagen. Ich nehme mir gleich noch einen Schluck. Kommt gut. Sehr lecker. Ja, ich würde sagen, kann man machen. Kann man kaufen. Wer Laffy-Fan ist, kommt um den nicht drum herum. Ist einfach so. Für alle anderen, holt euch ein Sample. Grüße an Christian. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.